Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4. Ja, beim letzten Mal hat Österreich ganz überraschend Krieg erklärt gegen Venedig. Dem sind wir natürlich nachgefolgt in der Hoffnung, dass wir hier siegreich rausgehen. Das sah zwischendurch ziemlich schlecht aus, aber irgendwie ist dann jetzt doch Frankreich in den Krieg gekommen. Und damit sieht es dann deutlich besser aus. Wir wollen jetzt hoffen, dass uns hier die Leute die Region zusprechen, auch wenn wir selber die Anführungen leider von diesen Belagerungen nicht führen. Aber ich hoffe, dass wir zumindest einen leichten Landgewinn aus diesem Krieg bekommen. Oben sind wir ziemlich besetzt. Das ist soweit klar, aber ja, wir wollen mal hoffen, dass sich das noch ändert. Da sind schon wieder 38.000 Russen. Oder Moskauer. Das sind ja noch keine Russen. Russland ist noch nicht gegründet. So, das dürfen wir gerne Österreich geben. Da habe ich kein Interesse dran. So, sehr gut. Ziehen die sich einfach zurück und lassen meine winzige Armee hier stehen. Sind die immer noch im Krieg mit den Osmanen? Ja, ne? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Denn hier sind gerade Osmanen, die gleich angreifen werden. Wir schicken mal wieder unsere Armeen zusammen. Ich habe jetzt ganz viele Söldner ausgehoben in der letzten Folge. Auch wenn das gut ins Geld gehen wird, aber hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Greifen Österreich an. Können wir denen helfen? Ich glaube, wir können denen nicht helfen. Aber wir können die Belagerung weiterführen, auch das ist okay. Können ja nicht helfen, weil wir nicht mit denen in dem Krieg sind. Die Osmanen haben hier gerade den anderen Krieg. Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir werden auf jeden Fall 5% Verschleiß kriegen, weil hier ziemlich viel los ist. Ich finde es schade, dass wir da einfach nur zugucken. Ich finde, auch wenn wir nicht mit denen im Krieg sind, ja, wobei dann wäre ich als Osmanisches Reich auch beleidigt und würde uns den Krieg erklären, dass möchte ich auch nicht, dass die uns den Krieg erklären. Wir haben hier genug mit diesem Riesenbündnis hier zu tun. Schade ist, dass sie uns keinen Landgewinn aus diesem Krieg versprochen haben. Das wäre geil gewesen. Abweichender Berater. Bislang ist ein loyaler Diener. Ist er ein loyaler Dieser gewesen, aber jetzt scheint er sich zu vorlaut geworden zu sein. Er wagt es, die Politik unseres großartigen Königs in Verruf zu bringen und kürzlich tat er dies sogar öffentlich vor ausländischen Botschaftern. Selbst wenn er recht hat, so sollten wir dies nicht zur Gewohnheit werden lassen. Okay, wir nehmen ein Prestige-Hit und dafür bekommen wir ein paar Machtpunkte. Wir haben so viele administrative Macht, ich müsste die irgendwo für ausgeben. Ja, komm, machen wir den. Das können wir gebrauchen. So, Marlborg ist endlich besetzt. Durch uns. Wunderbar. Wie viele Truppen haben die noch? Genug. Eindeutig ist die Antwort genug. Aber ich werde versuchen, jetzt einfach durch den Süden hier wieder in meine Länder zu kämpfen. Nein! Ernsthaft. Mein König, Polen schloss Frieden mit dem vormaligen Feind Österreich zu folgenden Bedingungen. Polen tritt Budweis an Österreich ab. Polen wird 266 Dukaten an Österreich und seine Verbündeten zahlen. Schweden wird 60 von diesem Betrag erhalten. Bedeutet 0,05 Inflation für Schweden. Der Frieden kostet Österreich 6 diplomatische Macht. Mit dem Kriegsgrund ohne Kriegsgrund erleidet Österreich einen Beziehungsmalus von 6,9 durch aggressive Expansion. Zwischen Österreich und seinen Verbündeten wird Prestige von insgesamt 3,0 aufgeteilt. Durch diesen Frieden erhält Schweden 0,6 Prestige. Durch diesen Frieden erhält Polen minus 3 Prestige. Österreich erhält 2 Machtprojektionen. Schweden erhält 2 Machtprojektionen. Frankreich erhält 2 Machtprojektionen. Polen verliert 6 Machtprojektionen. Das heißt, wir haben jetzt diesen Krieg, in dem wir Tausende von Männern verloren haben. Alles in der Hoffnung, ein paar Provinzen haben wir jetzt geführt für 60 Dukaten und 2 Machtprojektionen sowie 0,6 Prestige.
Wunderbar gemacht, Österreich. Wohlan. So, und wenn ihr jetzt denkt, ich würde eure bescheuerten Schweden von meinem Land vertreiben, dann lasst euch gesagt sein. Okay, das werde ich wohl machen müssen. Scheiße. Ich glaube nicht, dass uns da Österreich groß helfen wird. Die sind beschäftigt mit den Osmanen. Ja, ja. Ich kann es ja nachvollziehen. Denen geht es im anderen Krieg richtig schlecht. Die wollen diesen Krieg schnell hinter sich bringen. Wir werden jetzt hier gleich ins Gesamtfrieden schließen, denke ich. Aber das ist echt, echt frustrierend. Echt frustrierend ist diese Geschichte. Das Einzige, was für uns spricht, ist, dass Venedig auf gar keinen Fall diese Gebiete haben will. Och Mann, das finde ich jetzt echt nicht schön. Frederiks, du musst leider dafür leiden und wirst aus unserer Armee geschmissen. Wir können leider keinen Anführer wie dich gebrauchen, der nie zum Einsatz kam. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, du warst schon mal im Einsatz. So. Ja, jetzt muss ich mich irgendwie hier wieder in die Spur finden. Mann, das finde ich echt schade. Ich hätte gerne was daraus gewonnen. Naja. Aber so ist das, wenn man in Kriege gerufen wird, dann kann man selber nicht die Verhandlungen führen. Und wir waren auch, wenn wir ehrlich sind, definitiv nicht in der Position, Verhandlungen zu führen. So. Ah, Disziplin, Prestige. Ideenkosten ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Denn Ideen haben wir ziemlich wenig gemacht bisher. Was haben wir denn für Ideen nochmal? Ja, da müssen wir eigentlich halt auch immer Militärtech steigen und hier. Ja, mit dem hatten wir auch immer, dadurch, dass wir immer so viel annektieren, hatten wir nie so viel Macht dort. Administrative Macht haben wir eigentlich immer ganz viel, da könnten wir irgendwas machen, wir könnten humanistische Ideen machen. Die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber eigentlich ist es dafür schon zu spät. Denn wir haben ja eigentlich unser Problem mit den religiösen Einheiten ganz gut im Griff gehabt. Aber ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Humanistische Ideen, zack. So, jetzt machen wir mal eben schnell das, bevor ich das vergesse, holen wir uns hier die Ideenkosten. Zack. Und nehmen dann hier die erste humanistische Idee, religiöse Einheit 25%. Damit sollte hier unser religiöse Einheit über 90 liegen, über 100 sogar. Ist doch klasse. König schwedischer Stahl. Während andere Armeen umzingelte Salven abfeuern. Was? Ungezielte, meine Güte, ich kann gar nicht mehr lesen, aber zu meiner Verteidigung ist es hier gerade 0:50 Uhr, also von daher muss ich gleich mal ins Bett gehen. Naja, während sie ungezielte Salven abfeuerten, marschierten wir in disziplinierten Reihen auf sie zu, geben eine einzige Salve auf kurze Entfernung ab und geben ihnen kalt Stahl. Disziplin plus 5%, schwedische Ideen hier, das ist der nächste Punkt hier gewesen, da. Und humanistische Ideen. König, wir haben die Idee in der Gruppe humanistische Ideen freigeschaltet. Toleranz. Tolerante Sichtweisen hinsichtlich der Minderheitsreligionen in unserem Land wird unsere religiöse Einheit stärken. Religiöse Einheit plus 25%. Jetzt sollten wir Ende des religiösen Chaos erhalten. Unsere Nation hat sich vom schwerwiegenden religiösen Chaos erholt und ist nun wieder zu einer Einheit geworden. Ein Glaube erhält Einstabilität. Intolerante Gesellschaft wird aus Schweden entfernt. Ha. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier, ja, den Dacke-Aufstand werden wir gleich erleben. Denn alle Bedingungen sind erfüllt, erlebt keine Katastrophe, Schweden ist protestantisch und wir haben die Zentralisierungsreform. Heißt, ein Monat wahrscheinlich und dann wird das Ganze ausbrechen. Ja, jetzt müssen wir uns hier um Venedig kümmern, wie die einfach immer noch auf dem Gebiet von Polen kämpfen. Oder ist Polen auch in dem anderen Krieg drin? Ist Polen auch in dem anderen Krieg drin? Nee, ne? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, wie war das jetzt hier? Wie viele sind gegen uns? 12.000. Also sind wirklich nur noch die, ne? Komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Ihr habt nicht lange gelebt, aber ich bringe jetzt hier wieder unsere Söldner. Also sie sind ja nicht umgebracht. Wir wollen ja realistisch bleiben. Sie sind nicht mehr angeheuert von uns. Denn wir brauchen sie nicht mehr. Und das Problem ist, dass hier immer noch die Personalunion ist. Das hat sich ja nichts geändert. Sie haben ja nicht mal irgendwelche Vasallen aufkündigen müssen oder Bündnisse verloren. Also dieser Krieg hat uns wirklich überhaupt gar nichts gebracht. Im Gegenteil, wir haben ziemlich viel verloren.
So, ich führe demnächst jetzt Verzweiflungskrieg gegen Norwegen, glaube ich. Verbessert unser Prestige. Naja, müssen wir eben schauen, wie es denn mit Koalitionen aussah. Wir hatten ja Koalitionen gegen uns, oder? Oldenburg und Pommern. Dass wir die mal eben hier wieder überzeugen, dass wir doch eigentlich ganz tolle Leute sind. Pommern geht nicht. Haben wir nur zwei gegen uns in der Koalition gehabt? Nicht oben noch. Lübeck? Lübeck wurde übrigens hier ziemlich zur Sau gemacht. Das gefällt mir doch ganz gut. Wobei wir die ja auch nicht angreifen können, weil wir... Ich hätte vielleicht das Ganze nutzen sollen, um gegen Brandenburg in den Krieg zu ziehen. Brandenburg ist einfach in vier Kriegen aktuell drin. Okay, Brandenburg wird zerstört werden. Moment mal. Ah, ich darf denen keinen Krieg erklären, weil ich im Kreiser... Genau, ihr könnt Mitglieder des Heiligen Römischen Reichs nicht den Krieg erklären, während ihr im Rahmen eines anderen Kriegs ein Verbündeter des Kaisers seid. Ja, ja. Ich erinnere mich an dieses Dings. Blöd, aber naja. Mich wundert, dass diese andere Katastrophe nicht ausbricht. Doch, jetzt kommt sie. Ja, und der wird auch auf jeden Fall kommen, der Darker Aufstand. Das ist ja auch eins der schwedischen Hauptevents. Deshalb passiert das auch. Ist ja gewollt. Kevin, Lichtschild. Gut, nicht Kevin. Ja, Mecklenburg, warum rennt ihr denn jetzt weg von uns? Wir brauchen euch. Was rennt ihr denn hier? Oh, was habe ich für bescheuerte Verbündete? Ja, rennt über Lettgallen dahin. Klar, warum nicht? So. Hinterher da. Schaffen die das tatsächlich noch mit einem Monatstick? Ja. Dahin. So, Monatstick angegriffen. Ist gut für uns. Leben leider immer noch. Haben hier sogar nochmal angeheuert. So, und damit war es das für die. Nee, doch hier hin. Ah, das war jetzt bescheuert von mir. Egal. So, und damit sind die gleich ausgeschaltet. Und jetzt sollten die Frieden verhandeln dürfen. Frankreich kommt tatsächlich zu uns. Warum sind denn hier schon wieder venedische? So. Österreich schuldet uns 20 Gefallen. Na, immerhin. Österreich schloss Frieden. Zu folgenden Bedingungen. Venedig tritt Verona, Friol, Ferrara und Treviso an Österreich ab. Venedig verzichtet auf seine Ansprüche hinsichtlich Istrien. Venedig wird alle Verträge mit Polen aufkündigen. Klasse. Macht die Sache nur noch schlimmer für uns. Venedig wird 185 Dukaten an Österreich seit Verbündeten zahlen. Schweden wird 51 von diesem Beitrag erhalten. 0,03 Inflation. Bla bla bla. Schweden hält 6,2 Prestige. Österreich erhält Machtprojektion, wir keine. Weil wir die ja nicht als Gegner sehen. Ja, jetzt sind sie nur noch mit dem Osmanischen Reich verbündet. Immerhin nicht mehr mit Brandenburg, das ist schon mal ganz gut. Ja, vielleicht bestehen ja irgendwann noch Chancen. Aber erstmal haben wir jetzt einen ewigen Waffenstillstand. Wem gehört das? Pommern. Pommern hat übrigens eine Koalition gegen uns. Das wusstet ihr, glaube ich, schon. Das habe ich nämlich schon erwähnt. Deshalb ist ja auch der Berater da. Das war jetzt gut. Wir haben schon wieder einen Anführer zu viel. So, wir schrauben jetzt mal den Armeeunterhalt runter und gönnen uns mal hier ein paar Häuskes. Regiment. Rekrutierungsgeschwindigkeit. Stockholm. Nach Nordjylland. Und eins können wir wahrscheinlich noch machen. Oder? Nö, gar nicht mehr unbedingt. Dann nicht. Dann können wir noch irgendwo einen Tempel unterbringen, vielleicht. Hier oben? Nö. Auch nicht so wirklich. Gut, dann nicht. Dann nehmen wir jetzt hier noch. Können wir uns nicht leisten. Dann war es das jetzt erstmal. So, die Rekrutenreserve muss ich erholen. Dem stimme ich natürlich zu. Aber das können wir gerade nicht ändern.
Ja, ich fühle jetzt den Frustrationskrieg gegen Norwegen. Auch wenn dadurch die Koalition größer wird, aber. Sind die verbündet mit wem? Nee. Komm, machen wir. Was soll denn das Ganze hier? Mann, wir haben jetzt echt so einen echt aufwendigen Krieg geführt um nichts. Absolut gar nichts. Das ärgert mich. Das ärgert mich ziemlich. Aber naja, können wir nicht ändern. Die Maschinen hier nach oben. Wir werden hier das Ganze gleich angreifen. Das sollte wunderbar funktionieren. Wie viele Einwohner, sage ich schon, wie viele Truppen hat Norwegen? 5000. Schaffen wir. Auf jeden Fall. Selbst mit dem -2er Überquerungsmalus, den wir natürlich erhalten werden. So, nehmen wir jetzt das. Das ist übrigens noch ein Großschiff von uns. Eigentlich zu viele Schiffe? Ja, ne? Eins. Dann zwacken wir doch mal eben eine Galeere ab. Geht natürlich nur, wenn sie auf Sommenfeld sind. Zack. Komm mal zurück aus Lübeck. Ist das eine Staatsehe? Ne, eine Mark. Keine Mark von mir. So, willst du nicht ein Schiff kaufen? Aber keine Galeere, ne? Das ist ja ziemlicher Quatsch, was ich hier gerade vorhab. Hast du zweite Flotte? Ja, das bringt dir nichts, das ist klar. Allerdings würde das was für Mecklenburg bringen. Wollt ihr ein Schiff kaufen? Aus der zweiten Flotte. Für kein Geld, ja. Gut, schenken wir euch die. Andernfalls würde ich sie abreißen. Von daher können wir die besser schenken. So. Wird Österreich vielleicht mal endlich nicht wiedergewählt? Oh, es wird sogar knapp, aber 4 zu 3, das heißt immer noch für Österreich. Sollte es irgendwie zu einem Unentschieden kommen, gewinnt übrigens immer derjenige, der vorher Kaiser war. Was geht denn hier alle eigentlich ab? Ist doch schon mal schön, dass hier Brandenburg so viel verloren hat, aber es bringt uns halt nichts, weil wir natürlich nicht gegen Schweden kämpfen wollen. So. Zack. Die Folge nähert sich auch schon dem Ende, aber ich glaube, wir führen mal noch einen kleinen Blitzkrieg, oder? Jetzt müssen wir blitzkriegsmäßig auch schon mal hier unsere. Ich habe ganz viele Pferde in dieser Armee. Unsere Moral auffüllen. So. Was habe ich hier jetzt? 8 Stück. Okay. Ja, alles aus Pferden. Nee, ist klar. Also es ist ja nicht schlecht, ein paar Pferde in der Armee zu haben. Aber wenn man nur Pferde hat, dann läuft da was falsch. So. Ja, klasse, jetzt ist da der Anführer nicht bei. So. Hamburg verließ die Koalition gegen uns, das ist ein guter Plan. Kannst aber gleich wieder joinen. Ich glaube, ich werde exiliert, wenn ich das mache. Ne, werde ich nicht. Sehr gut. Wenn das kurzzeitig vorhatte, uns zu exilieren, hat es dann aber doch nicht getan, warum auch immer. So, das ist schon mal gefallen. Die andere Provinz hat wahrscheinlich nicht mal eine Festung. Liefere ich auch gar nicht mehr alles hin. Hat die hier vielleicht schon was gemacht? Mich wundert, dass hier keiner in Grönland irgendwas macht. Wachstum der Städte lockt Leibeigene an. Es scheint, als ob die Leibeigenen aus den Provinzen vorziehen und danach streben, in der Hauptstadt zu leben. Das ruft Unruhe im Reich hervor, aber unsere Hauptstadt könnte davon profitieren. Wird ein Grundsteuer dort. Adel verliert das. Wie lange gilt das? Bis 3. April 1968. 20 Jahre. Nö. Das akzeptieren wir. Will ich für 20 Jahre Moral verlieren? Nein. Bewegt sich. Ja, manchmal klappt das immer nicht so, wie ich das vorhab.
So, das ist schon mal besetzt. Könnt ihr jetzt hier raus. Wir verlangen das Kriegsgrund gegen Hamburg. Egal. Solange wir mit unserem Blitzkrieg hier erfolgreich sind. Und Brandenburg hat sich doch eigentlich noch einigermaßen hier rausgewunden, oder? Ich meine, sie sind auch immer im Krieg gegen das Osmanische Reich, wo es immer noch auf 0 steht. Wir sind bei minus 5, weil hier Ungarn schon ziemlich besetzt ist, aber naja. Einen würde ich jetzt gerne beschäftigen. Also, wo wir gegen Lübeck, Köln verließ die Koalition gegen uns. Das ist eine schlechte Idee für euch. Kann ich euch mal sagen. Ihr werdet die nämlich gleich wahrscheinlich wieder joinen. Denn wir führen hier ja ganz schön böse Krieg schon wieder. Und holen uns jetzt mal eben schnell Norwegen. Schon wieder was entscheiden. Den päpstlichen Akt, Missionarsstärke. Ja. Warum können wir den päpstlichen Akt machen, wenn wir gar nicht mehr zum Papsttum gehören? Na egal. So, wer möchte in der Koalition sein? England, Schottland, Norwegen. Ja, Norwegen ist ja egal, die existieren ja nicht mehr. Lübeck, Pommern, Bremen, ja. Jo. So. So. Zack. Zack. Jetzt gehört das wenigstens uns. Immerhin ein bisschen Landgewinn hier in diesen Folgen. Mann. Erstmal das verringern. Zack. Dackeaufstand hat allerdings aktuell keinen Fortschritt. So. Und dann würde ich sagen, müssen wir noch eben die Autonomie hochschrauben, sonst vergesse ich das, denn ich werde hier nach dieser Aufnahme-Session beenden. Ich glaube, das war nicht notwendig, weil das gerade konvertiert wird, ne? Ach, manchmal bin ich auch ein bisschen zu voreilig. Egal. So. Die dann nochmal eben rüber. Ja, und wenigstens haben wir so ein paar Inselchen für uns gewonnen. Auch wenn wir leider von Polen nichts bekommen haben. Naja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.